Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der IGBCE. Das ist die Hauptverwaltung der IGBCE. Und ja, hier in der Hauptverwaltung der IGBCE gibt es ein rotes Sofa. Üblicherweise sitze ich aber gar nicht hier, sondern kümmere mich natürlich um die Belange unserer Mitglieder, um die Belange unserer Branchen. Jetzt ist Krisenzeit und jetzt hat sich die IGBCE ein tolles Projekt ausgedacht. Als Hobby pflege ich, sofern ich Zeit habe, Musik zu machen. Und vor langer Zeit haben wir innerhalb der IGBCE Leute zusammengesucht, die eben auch Musik machen. Und in der wenigen Zeit, die verbleibt, wenn man engagiert, ehrenamtlich arbeitet, machen wir Musik. Und weil wir nie Zeit haben, um zu proben, nennen wir uns No Time. Und No Time hat vor 15 Jahren ein interessantes Projekt gestartet, ein Jugendprojekt damals. Und wir haben es jetzt vor dem Blickwinkel der Krise modernisiert, für den 1. Mai 2020 neu aufgelegt. Lasst euch überraschen. Ja, hallo, ich bin Francesco Grioli, bin auch im Vorstand der IGBCE und gehöre zu No Time seit der ersten Stunde. Musik und Kultur und auch Politik, das gehört aus unserer Sicht zusammen. Und deswegen machen wir nicht nur gerne Musik, sondern sind auch dabei, wenn es etwas zu sagen gibt. Und jetzt genau ist die richtige Zeit. Der 1. Mai kann nicht so stattfinden wie bisher. Und trotzdem probieren wir was draus zu machen in der virtuellen Welt und auch mit Kultur. Und dieser Song soll ein kleiner Beitrag dazu sein, die aktuelle Situation aufgreifen und unsere Botschaft für den 1. Mai sein. Ja, Kolleginnen und Kollegen, vor 15 Jahren hat No Time einen Song aufgenommen, in dem es um Solidarität ging. Es war damals ein Jugendprojekt und damals war Krise eher eine Krise, die in Angriffen auf die Gewerkschaft sich zeigte. Heute haben wir auch vielfältige Krisen. Und wir haben den Song ein wenig modernisiert. Wir haben unsere Kinder, die damals klein waren, jetzt 15 Jahre älter sind, in die Band und für dieses Projekt eben integriert. Und lasst euch überraschen. Und ich hoffe, dass es euch gefällt und dass es gelungen ist. Ich bin Nico Vassiliadis und ich spiele bei diesem Song Gitarre. Ich bin Timo Vassiliadis und ich spiele ein bisschen Percussion. Hallo, ich bin Michael Linnartz, ich bin der Bezirksleiter der IGBCE in Hannover und ich spiele die Keyboards. Hallo, ich bin Ann-Sophie Linnartz und ich bin im Background-Gesang. Hallo, ich bin Markus Köpp, bin in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit hier und spiele den Bass. Hi, ich bin Juri Köpp und ich spiele Schlagzeug. Dreht sich das Leben schneller als bisher? Hatte Tag 24 Stunden oder reichen die nicht mehr? Globaler Zwang, nicht etwa eine Religion. Und ich auch nicht der letzte Atheist. Wir, das sind Millionen, haben uns organisiert, damit der Aktienmarkt nicht ganz allein regiert, damit's gerechter wird, auch in der Arbeitswelt. Zuerst der Mensch und nicht Rendite pur und Geld. DGB, wir bauen unsere Welt mit Solidarität, die uns zusammenhält. Denn die Gewerkschaft, die uns zusammenhält.
Heute ist der Tag der Arbeit, stolze rote Frau. Wir haben für dich geschmückt, du weißt das ganz genau. Heute demonstrieren wir für Gerechtigkeit, für gute Arbeit in Europa und weltweit. Hört zu, ihr Populisten,